Anlässlich eines Besuches von Europaabgeordneten Andreas Schieder, Leiter der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, lud Europaabgeordneter Hannes Heide vergangene Woche zu einem Pressefrühstück ins Café Zweitwohnsitz in Bad Ischl ein. Andreas Schieder und Hannes Heide berichteten über ihre derzeitige Arbeit im Europaparlament sowie über aktuelle europapolitische Themen. Sie haben ein Schlagwort heute geprägt, nämlich Europa soll in die Regionen kommen. Meine Frage dazu, wie weit ist Europa von den Regionen entfernt? Das ist die Überraschung gewesen. Europa ist viel näher bei den Regionen, als ich wusste. Als Bürgermeister, ich war 12 Jahre Bürgermeister und habe gemeint, die urbanen Zentren sind viel näher bei Europa, bekommen viel mehr Geld, aber es ist nicht so. Also viel mehr Fördergeld. Auch außerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik, das ja der größte Budgetposten ist, bekommen ländliche Regionen in Europa am meisten Fördergeld. Und das Problem ist, dass viele Menschen oft nicht wissen, auch politisch Verantwortliche, dass in ihrer Gemeinde ein Projekt von der Europäischen Union gefördert wurde. Das reicht von Wirtschaftsförderungen im Bereich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und geht aber hinunter bis zur Förderung beim Heizungstausch. Ich hatte ja die Ehre, muss ich sagen, bei einer Ischler Familie gemeinsam mit dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, mit Martin Sellmeier, zu Gast zu sein. Die hat nämlich Förderungen bekommen aus Mitteln der Europäischen Union. Und oft haben die Leute das Gefühl, das ist von Land oder vom Bund und wissen gar nicht, dass das europäische Fördertöpfe sind. Und auch das ist ein Ziel, den Menschen zu vermitteln, die Europäische Union ist nicht weit weg, sie ist nah und ihr profitiert sogar davon. Und das wird den Menschen aber oft nicht mitgeteilt und da muss mehr informiert werden, transparent informiert werden. Und es muss in allen Bereichen so sein, dass nicht immer nur gewisse Institutionen oder Leute, die sich in die Förderstrategien eingearbeitet haben, zu Förderungen kommen und in jeder neuen Periode immer die ähnliche Strukturen bedient werden, sondern es muss sich öffnen und das gilt für den Jugendbereich genauso und ich werde da über Jugendförderungen, weil da gibt es entsprechende Töpfe, die teilweise nicht abgeholt werden, zu einem Informationstag einzuladen und auch Organisationen, Personen, die tatsächlich in den Genuss einer solchen Förderung kommen können, die zu informieren und auch zu ermuntern, Förderanträge zu stellen. Es soll Sie eine Abhilfe geben, das heißt, Sie bieten hier entsprechend im Jahr 2023, 2024 und in den Folgejahren haben Sie sich vorgenommen, auch entsprechende Workshops anzubieten, wo was passieren soll. Ja, es ist mir ein Anliegen, dazu beizutragen und auch daran zu arbeiten, dass sich die Situation verbessert. Und es ist ja jetzt eine neue Förderperiode ausgeschrieben und die hat ja mit 2023 begonnen. Und mir ist es ein Anliegen zu informieren, nämlich jene Kreise, jene Organisationen, jene Unternehmen zu informieren, wie sie Förderungen lukrieren können, was überhaupt gefördert wird, wie die Strukturen ausschauen müssen und wie Förderanträge gestellt werden. Da gibt es ein entsprechendes Informationsangebot. Und das Ziel ist, es sind auch Gemeindevertreterinnen und Vertreter, also aus der Gemeindeverwaltung, durchaus aber auch Vertreterinnen und Vertreter der an der Kulturhauptstadt teilnehmenden Gemeinde eingeladen. Also es geht mir darum, auch ein Wissensmanagement aufzubauen, dass also heute Gemeinden, aber auch Stakeholder, wie es so schön heißt, informiert sind, welche Fördertöpfe es gibt und welche Möglichkeiten es gibt. Und das Salzkammergut, der Bezirk Gmunden, hat ja besondere Möglichkeiten, weil über die üblichen Fördertöpfe der Regionalentwicklung wie EFRE, Interreg in der nächsten Förderperiode auch der Just Transition Fonds, der Fonds für einen gerechten Übergang, also für energieeffiziente Maßnahmen, für Maßnahmen für den Übergang aus fossilen Brennstoffen in neue Energien gefördert wird. Und da wird es auch ganz wichtig sein, den Leuten, jenen, die solche Förderungen in Anspruch nehmen könnten und aus meiner Sicht auch in Anspruch nehmen sollen, zu informieren, wie der Zugang dazu ist. Wir haben heute bei einem Pressefrühstück viel Informationen erfahren zum Thema Europa in die Regionen. Sie haben dabei ein Schlagwort für mich geprägt. Sie haben gemeint, es soll der Akt laufen, nicht die Bürger. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Fragen des Lebens manchmal die Bürokratie noch immer überbordend ist. Und gerade wenn wir diskutieren über die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme zum Beispiel, dann braucht es eine Fülle von Genehmigungen. Und das ist oft ein Grund,
warum Menschen abgeschreckt werden. Und wir als Europäische Union stellen ja einen ordentlichen Topf Geld, auch an Fördermittel, zur Verfügung. Nur das Abrufen der Fördermittel ist dann für die Menschen oft eine große bürokratische Hürde und die muss dringend abgebaut werden. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema grüne Mobilität bzw. weg oder heraus aus den fossilen Brennstoffen. Wie schaut es hier aus mit entsprechenden Hilfestellungen, mit entsprechenden Fonds, die den Bürger entgegenkommen? Also es gibt bei der grünen Mobilität zum Beispiel einen Fördertopf für den Umstieg in den Regionen auf grüne Busse, wenn man so will, also sprich auch hier, dort wo möglich ist, auf Elektrobusse oder andere Systeme. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist natürlich ein anderer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Und sehr oft wird jetzt ja diskutiert über Elektromobilität. Und in der EU ist gerade ein Gesetz in Beschlussfassung, das auch einen Ausbauplan für die Ladestationen vorsieht. Denn sehr oft fühlen sich Leute ein bisschen gefrotzelt, man kauft sich Elektroauto und dann sucht man ewig quasi eine elektrische Tankstelle. Und diese Infrastruktur muss schleunigst im ausreichenden Maß den Menschen auch zur Verfügung stehen. Sie haben heute auch gemeint, im Rahmen des Pressefrühstücks zur Kulturhauptstadt, die ja in einem Dreivierteljahr die Pforten öffnet und beginnt, die Kulturhauptstadt ist die Visitenkarte, die langfristig wirkt. Erst einmal freue ich mich ja schon auf das Programm, weil alles, was ich so höre, ich kitzle ja manchmal dem Hannes Heide dann so ein paar Schmankerlstückeln heraus, denke ich mal, es wird ein sehr spannendes Programm. Aber viel wichtiger als das Jahr selber ist die langfristige Wirkung. Die Investitionen in der Region, die Visitenkarte, die man herausstreicht, nämlich, finde ich, das spannende Verbinden von Tradition, von Natur, von dem, was schon lange da ist, aber auch mit dem modernen Ansatz, dass man auch zeigt, es ist auch in diesen Regionen ein hohes kreatives und modernes Potenzial. Und dieses Miteinander verbinden, das ist was glaube ich, über Jahrzehnte positiv für die Region Salzkammergut wirken wird und sicherlich ganz tolle Impulse auch für die Zukunft bringen wird. Im nächsten Jahr soll neu gewählt werden, das Europäische Parlament, die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Eine Frage, wohin soll sich die EU grundsätzlich Ihrer Meinung nach entwickeln? Die EU muss von einem Wirtschaftsraum, einem Markt, einem Binnenmarkt, sich weiterentwickeln zu einem Sozialraum. Die Europäische Union muss sozialer werden. Das heißt, was heißt soziale Union? Das heißt mehr Steuergerechtigkeit, dass die großen Konzerne auch ihren fairen Steuerbeitrag leisten, dass wir die Dinge auf europäischer Ebene erledigen, wo der Nationalstaat zu klein, zu schwach geworden ist. Das ist das Thema Klimawandel, das ist das Thema eben Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Alle diese Dinge schreien ja auch nach Regelungen, Datenschutz und anderen Dingen und dafür wird es die Europäische Union brauchen. Und das ist die entscheidende Richtungsstellung auch, eine soziale, gerechte Union zu bauen, die mehr ist als nur ein funktionierender Binnenmarkt. Danke vielmals für das Gespräch. Dankeschön.